und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es für euch den zweiten Teil von unserer Turnieroutfit-Reihe. Im letzten Teil habe ich euch ja das Turnieroutfit von mir vorgestellt und jetzt ist mal das Turnieroutfit von der Donny dran. Den ersten Teil verlinke ich euch natürlich wie immer hier irgendwo im Video oder unten in der Infobox. Und ja, wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Fangen wir mal an mit meinen Gamaschen. Das sind diese hier von BR. Ich habe auch noch die für hinten. Moment, so. Für vorne und hinten in Türkis. Ich glaube, ihr könnt es sehen. So. Von der Marke BR. Ja. Ich finde die, also die schützen gut und ja, passen farblich zu unserer Schabracke, die ihr jetzt auch gleich sehen werdet. Dann machen wir mal mit der Schabracke weiter. Und das ist diese hier. Die bildet eigentlich den kompletten Grundstein von unserem Turnieroutfit. Die haben wir spontan auf der... Nee, gar nicht. Vor einem Jahr auf dem CHIO in Aachen gesehen. Und ja, dann an diesem Tag ist eigentlich unser ganzes Turnieroutfit entstanden. Da habe ich, an diesem Tag habe ich auch, Moment, meine Gamaschen gekauft, die, wie ihr gerade sehen könnt, auch farblich zu der Schabracke passen. Ja. Und die Schabracke ist von Ascot. Könnt ihr das sehen? So, hier einmal die Firma. Und ist halt türkis umrandet mit einer türkisen Biese. Und Der Innenraum, ja, ist schwarz gefasst und hat auch eigentlich, ist auch eigentlich mit einem sehr großen Muster ja, bestickt. Und ja, die Unterseite, die ist aus Vlies gemacht. Und ja, ich bin eigentlich sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Schabracke. Was manchmal ein bisschen blöd ist, die wälzt sich manchmal ein bisschen auf dem Pferd. Aber das ist auch eigentlich das Einzige, was daran ein bisschen was stört. Ja, und daraus ist eigentlich unsere ganze Idee von diesem Schwarz-Türkis entstanden. Dann machen wir nochmal weiter mit den Fliegenmützen. Also eigentlich habe ich immer das Fliegenmützchen hier drauf. Moment. Das hier. Das ist von Löstau. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Hier war das hier so ein Strassrändchen noch. Und geht auch relativ weit runter. Und er hat auch hier diese Stretch-Ohren, was ich auch eigentlich ganz gut finde, weil dann hat man nämlich nicht diese, hat man nicht so mega lange Ohren. Ich finde, manche Fliegenmützen machen den Pferden so richtig große Ohren und das hat man halt mit diesen Stretch-Öhrchen nicht. Und ja, die habe ich eigentlich immer drauf. Und dann habe ich aber auf der Equitana letztens mir diese Fliegenmütze hier gekauft und da habe ich das Problem, dass die einfach mega große Ohren macht. Die muss ich jetzt noch abnähen, aber die würde also die passt farblich auch komplett zu unserer Schabracke. Und ja, und die ist auch von BR. Da. Und ja, dann geht es weiter mit unsere Abschwitzdecke, die habe ich, wie ihr mit Sicherheit vielleicht auch wisst, wenn ihr das Ausbeutevideo von der Equitana geguckt habt, ja, wisst, welche das ist. Und das ist diese. Ich probiere euch die jetzt mal aufs Video zu kriegen. Ich zeige die nachher nochmal im Detail. Ich werde die nachher einmal ausbreiten und werde euch die nochmal filmen. Das ist, ja, diese hier. Die ist eigentlich auch komplett schwarz und hat an der Mitte halt jetzt einfach nur hier diesen Streifen mit diesem türkis-weißen. Und ja, gefällt mir auch eigentlich super gut, was ihr nachher sehen werdet. Was leider ein bisschen blöd ist, dass man die Gurtstrupfen, also diese, ja, also diese Bauchstrupfen halt, die kann man nicht abmachen. Das ist leider ein bisschen blöd, aber wir knoten die einfach zusammen und dann geht das auch. Und ja, das ist meine Abschwitzdecke und die hätten wir dieses Jahr eigentlich noch gar nicht so oft drauf, weil wir brauchten die eigentlich nie auf dem Turnier. Und ja, das war's dann schon eigentlich insgesamt mit dem Video von Donnys Turnieroutfit. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Ich hoffe, es ging jetzt in euch nicht so schnell, weil ich sehe gerade, so lang ist das Video noch gar nicht. Ich werde euch jetzt trotzdem noch ein paar Detailaufnahmen natürlich einblenden, damit ihr die Sachen euch nochmal schöner anschauen guckt. Und nachher werde ich euch auch noch ein Foto von dem Turnieroutfit insgesamt von mir und Donny einfach mal einblenden. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!